So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Und ich meine ein paar Mal gelesen zu haben, dass das Endless Expert sich gewünscht wird. Da haben wir bisher einen Rekord von 13. Dann gucken wir noch mal, ob wir den schlagen können. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich den Skip oder No Skip aufgestellt habe. Ich würde aber sagen, wir spielen No Skip. Alles andere ist langweilig. Also Expert, No Skip, Bounce World. Oh mein Gott, das wird... Oh mein Gott, ist das... Ist das... Oh nein. Ein Level nur mit Sprungphysik. Oh. Was erzählt denn der Weltrekord so? 58 Sekunden erzählt der Weltrekord. Ah, oh mein Gott. Mein Gott, können wir bitte nicht? Ah, oh, es würde wahrscheinlich alles passen, wenn man es direkt am Stück alles durchzieht. Uah. Ich glaube, die 15 Leben sind gleich weg. Wir starten einfach gleich von vorne. Oh mein Gott. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, da sind so viele On-Offs, soll ich die drücken? Ja, anscheinend soll ich die einmal drücken. Das eine nehmen wir jetzt halt mit. Und das schmeißen wir jetzt hier drauf. Und dann gehen wir hier hoch und dann, keine Ahnung. Ah! Oh, das ist ja eine wunderschöne Röhre. Ich nehme den dann mal mit. Ach du... Okay. Ja, eigentlich passiert da jetzt ja erstmal nichts Schlimmes. Kann ich mit dem mitgenommenen Springboard vielleicht irgendwas schießen? Das wäre zu wild! Ich bin dumm! Oh, warum gibst du mir keinen Checkpoint in der Höhle? Gib mir einen Checkpoint in der Höhle, bitte. Oh. Oh je. Mal nimmt das mit, mal nicht. Hilfe. Okay, dann machen wir es halt so. So. Der Rest ist jetzt ja... Was ist das eigentlich? Der Rest ist jetzt ja kein... Ach, da ist wahrscheinlich ein Springboard, falls man das hier nicht mitnimmt oder so. Keine Ahnung. Oh, das ist super merkwürdig gebaut. Kann ich nicht einfach... Warte mal. Nee, kann ich nicht. Dankeschön. So, jetzt muss der Sprung wieder sitzen. Das ist... Also ein bisschen weniger rüber. Okay. Ja. Ne? Das läuft ja gut. Ach. Okay, so. Können wir gleich eins mitnehmen? Dankeschön. Also von hier aus da drauf springen war immer noch besser. Dann komme ich nämlich direkt da hoch. Wenn ich ihn erwische. Dankeschön. So, und jetzt nicht ganz so weit springen. Ungefähr so. Und jetzt darüber. Okay. Jetzt in die fucking Höhle. Oh mein Gott. So. Ah, das ist ja eh nochmal ein Springboard. Habe ich gar nicht gesehen vorhin.
Okay, wir gehen hier hoch. Und dann da hoch. Und dann ist da eine Pflanze, mit der ich dann eh das Springboard nicht weiter nutzen kann. Ja, nice. Dann ist hier eine... Warte mal. Das war nicht ganz, was ich wollte. Oh, wait, wir nehmen eine Shell mit. Wir nehmen eine Shell mit. Muss ich jetzt alle drei besiegen oder hat nur einer dann einen Schlüssel? Der hat schon mal einen Schlüssel. Der hatte keinen Schlüssel. Habe ich durch Zufall direkt den richtigen erwischt? Gibt es nur einen Schlüssel? Es gibt nur einen Schlüssel. Ich habe direkt den richtigen erwischt. Auch nice. So. Shell mitnehmen oder Tür mitnehmen? Ich nehme mal die Shell mit. Lol. Uah. Ich mach das anders. Ich hab grad Angst. Ich mach das anders. Wartet. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, da drüben kann er nicht... Oh ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. So, mir ist jetzt auch egal, ob ich hier das Ziel, das Leben mitnehme. Ach Gott, was ein Level. Uff. So stelle ich mir Endless Expert nicht vor. Ist das ein Bu? Ist es aber auch nicht. Es ist kein Toll, aber es ist kein Bu. Grassy Hills Zone 2. Das klingt doch schon freundlicher. Von Omega Luigi. Das da oben ist nicht so freundlich. Kriege ich hier irgendwo... Power-Up? Nein, der dann tschüss. Da kriege ich mein Power-Up. Nein. Kein Power-Up, aber eine Shell. Da kriege ich mein Power-Up. Achso, ich sollte die Münzen ja sammeln wegen Leben, ne? Das macht man ja so im Endless-Modus allgemein. Okay, die Münze da interessiert mich jetzt allerdings nicht so. Aber es gibt einfach keine Power-Ups. Ich könnte einen Goomba mitnehmen, so als kleinen Schutz. Aber der springt mir nachher selber ins Gesicht. Die Shell nehme ich mit. Und die schicke ich los. Und da kommt sie zurück. Okay, theoretisch könnten wir das jetzt hier skippen. Da kriege ich mein Power-Up. Also keine Ahnung, was da alles in der Höhle auf mich gewartet hätte. Aber... Fuck it. Ich meine, es hätte irgendwo noch 5 rote Münzen gegeben. Nö. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay. Da ich nicht weiß, was da gewesen wäre, gebe ich jetzt wieder weder ein Bu noch ein Toll. Weil nachher gebe ich ein Toll und dann ist da ganz viel unfairer Scheiß in der Höhle oder was auch immer das ist da unten. Und nachher gebe ich ein Bu und dabei ist das Level da unten ganz toll. Das wäre dumm. Insofern, ja. Ich könnte für das, dafür, dass man es breaken kann, dafür könnte ich ein Bu geben. Aber ist ja wurscht. Okay, Hammer. Ich hoffe, wir müssen keine Blöcke bauen, sondern nur zerstören. Ich weiß immer nicht... Wie geht das? Ah, so. Darüber kann man. Oh, da ist ein 50er.
den nehme ich doch gerne mit. Dann haben wir nämlich schon mal das erste Leben, was wir bekommen, wenn wir das Level verlassen. Da gibt es eine neue... Okay, da brauche ich jetzt wieder Blöcke. Nice. Da ist nichts. Okay, sicherheitshalber. Ich müsste aber mich durchrollen können, ne? Yes. So, wir gehen erstmal hier hoch. Aber ich kann jetzt hier in die Röhre und ich kann da unten weiter. Okay, das scheint nur Bonus zu sein, ja? Wow. Krasser Bonus. Lava steigt, ne? Natürlich. Weiter steigt sie anscheinend nicht. Aber wir haben auch gerade erst die Hälfte. Ach so. Das ist sogar sehr viel mit den Blöcken zum Bauen. I don't like. Was mache ich denn, wenn ich den Hammer hier verliere? Dann komme ich dann... Wobei, ich bin ja jetzt hier oben. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr kaputt machen, die Blöcke. Ah, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Egal. Wir sind oben. So. Okay, die lasse ich liegen. Die schießen, ne? Ne, die schießen nicht. Ah, das ist ein Springboard. Kann ich die eigentlich auch kaputt werfen? Nein. Egal. Oh, wirklich? Oh, wirklich jetzt? Das war nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Komm, mach die jetzt mal weg da. Bevor ich hier noch Blödsinn mache, aus irgendwelchen Gründen. Das war, was ich wollte. So. Oh, nee. Aber ich meine, ich kriege ja, wenn ich jetzt den Hammer verlieren sollte, da unten 9. Also insofern eigentlich egal. Tschüss. Ja, wait. Reicht das, um da reinzukommen? Hä? Ach so. So. Oh mein Gott. Okay. Ganz schön viel Blockzeug-Zerstörerei hier. Ah, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte es anders kaputt machen. Ach, nö. Ja, jetzt habe ich nämlich genau die Scheiße, die ich nicht wollte. Ich wollte eine Art Treppe haben. Okay. Dann baue ich halt mir selber eine Treppe. So. Das wollte ich. Warte, kommt da, oh mein Gott, ich... Ich wollte gerade sagen, da kommt doch bestimmt ein Scheiß-Swamp runter. Holy shit, der hätte mich zerquetscht. Oh mein Gott. Das wäre es komplett gewesen. Oh.
Das wäre halt auch echt frech gewesen. Oh, dieser Swamp gerade, ne? Puh. Checkpoint erst. Come on. Oh mein Gott, ich hätte... Wait, wir machen das anders. So. So ist angenehmer. Hi. Wait, wieso stirbt er nicht? Alter, kann man die nicht... Ich kann... Die konnte man doch mit Stampfattacken killen, oder? Anscheinend nicht. Das weiß ich halt nicht. Okay. Ja, 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 ja. Ich habe ein Problem. Oh boy. No, 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 no. Das Ende. Okay. Nein, du sollst einen Bock. Du sollst eine Box. Oh mein Gott. So. Jetzt haben wir's. Holy moly mo. Ei, 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 ei. Was ein Level. Das war lang. Das war zu lang. Aber wir haben es mit den Münzen sehr schön gemacht. Wir haben jetzt nämlich genau... Ah, ja. Wir haben jetzt genau 95 Münzen. Das heißt, 5 Münzen und wir haben schon das nächste Leben. Das ist ganz gut. Puzzles in the Sky. Ich glaube, Münzen sind gerade mein kleinstes Problem. Okay, potenziell brauchen wir hier 6 rote Münzen. Okay, hoffentlich ist das so eine Art Doppel-Checkpoint-Format. Das ist kein Puzzle. Wow. So. Was bitte? Oh, nee. Oh, nee. Jetzt gehen hier 6 Stück auf die Plattformen hier drauf. Ja, klar. Oh, Mist. Okay. Was ist in der Röhre? Nein, ich ahne, was ich tun soll. Oh, was? Was ist der Weltrekord? 33 Sekunden. Man braucht die Münzen. Man kann das... Man kann alles skippen. Okay, wie hat der das geskippt? Wer immer den aufgestellt hat. Okay, da komme ich nicht rein. Gibt es eine Death-Route? Ja.
Der Frute scheint es nicht zu geben. Zumindest keine so spontan zu finden. Denn... Außer er hat hier irgendwo eine Katze versteckt. Der hier irgendwo eine Katze versteckt. Die erste rote Münze. Da komme ich jetzt hier raus. Oh Gott, der ist schnell und gemein. Ach du grüne Neune. Okay. Oh nein. Aber 33 Sekunden, wie? Wenn ich die Röhre hier nehme, wo komme ich da raus? Da komme ich da oben raus. Ha. Es muss eine Death-Route geben, wenn es 33 Sekunden sind. Ach, ärgerlich, dass wir die wieder nicht finden werden. Das Ziel wird durch den Block ausgelöst. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Kann ich auch wieder zurück. Da ist auch nochmal eine Tür. Da ist auch nochmal ganz viel. Ich kann theoretisch wieder hoch, ne? Ja, okay. Ah, da ist einfach eine Coin. Alles klar. Ich traue mich nicht. Okay. Keine Trollmünze. Nein, 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 nein. Da ist auch nichts. Nein, probieren wir mal die Tür jetzt aus. Da komme ich hier raus. Und die führt mich zu dieser roten Münze. Also unsere drei Leben haben wir damit voll. Da ist ein Checkpoint. Damit habe ich die drei Münzen gespeichert. Jetzt muss ich allerdings den Weg zurückgehen. Die Tür haben wir noch nicht gesehen. Das ist der Anfang. Da komme ich jetzt aber in die Tür dann rein. Okay. Whoa, 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 wait. Okay, die waren einfach nur Deko. Oh boy, das ist jetzt nicht so gut. Wenn der jetzt weg ist und ich den brauche, ist das nicht so gut. Yep. Das ist jetzt gar nicht so gut. Ja, da brauche ich das Auto weiterhin. Das ist überhaupt nicht gut. Scheiße. Okay. Das heißt, wir müssen entweder... Oh. Ja,
wir müssen den Teil hier auch noch. Also das, wir müssen alles irgendwann mal geschafft haben, aber das ist nicht angenehm hier. Ah. So, jetzt geht er unten, macht er einmal diesen Bogen. Und da muss ich... Oh nein! Da muss ich schnell rüber. Eieiei. Ich will wissen, wie man das in den 30 Sekunden schafft. Ach, das ärgert mich jetzt schon wieder, dass es so einen Weltrekord gibt. Weil es halt heißt, man kann das ganze Break. F. Wo ist der Bruch? Wo ist der Bruch? Wo ist der Bruch? So, aber jetzt behalten wir immerhin das Auto. Oh Scheiße, warum mache ich das? Ich hatte Angst, dass die Lücke zu knapp wird. Ah, Mist. Nein, falsch. Hey! Freund! Fahr zurück. Oh mein Gott, meine Nerven. Wow! Jetzt taucht die hier unten auf. Er macht dich weg. Okay, das ist die blaue Röhre, die führt zu dieser anderen roten Münze, ne? Ja, zu der hier. Kann ich den Checkpoint hier wieder auslösen. Ich probiere jetzt mal kurz was aus. Vielleicht war ja jemand so nett und hat einen Death-Block markiert oder sowas. Es gibt bestimmt einen Katzen-Death-Block irgendwo und dann kann man da irgendwie hoch und keine Ahnung. Ich bin ziemlich sicher, dass es sowas hier gibt. Deswegen lasse ich jetzt mal kurz die Kommentare an. So, ich habe ja gerade gespeichert, ne? Das heißt, die vier Münzen bleiben. Wir müssen halt die Bosse irgendwann auch nochmal machen. Da hilft leider nichts. Es hilft leider nichts. Wir müssen da durch. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Plattform außen. Ne, die bewegende Plattform. Alter! LMAA. Ich bin die Ruhe selbst, alles gut. Ich nehme an, dass das hier dann der Block ins Ziel ist, wenn man einen Schlüssel hat. Ne? Weil sobald man alle roten Münzen zusammen hat, hat man ja einen Schlüssel. Und dann kommt man damit ins Ziel. Ach komm, leck mich doch am Hintern. Mann. Das heißt, es könnte auch wiederum ein Trick sein, irgendwie anders an den Schlüssel zu kommen. Das ist vielleicht auch möglich. Alter! Ich hab den vorhin auf Anhieb gemacht und jetzt bin ich dumm.
den vorhin auf Anhieb gemacht. Er ist ja auch nicht schwierig. Ist hier keine Leistung, den auf Anhieb zu machen. Es ist ja eine Leistung, den zu versauen. So. Leck mich doch, fett, du Scheißkasten. Alter. Ja, das war's. Zwei Leben noch, schaffe ich nicht. Weil ich müsste in diesen zwei Leben jetzt die beiden Bosse hinkriegen. Und die blöde Stelle mit dem, mit der bewegenden Plattform. Das wird nichts mehr. Ich hab's jetzt mit dem echt versaut, ne? Das gibt's doch nicht. Also ist jetzt echt traurig. Also jetzt echt richtig traurig. Also jetzt echt, also... Ja. Weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. So. Aber mit dem Schlüssel muss ich jetzt ja in den Block gehen. Den anderen Rückweg habe ich ja nicht. Und mit der ihrem Schlüssel muss ich durch den Block gehen. Also, da gibt es auch keine Alternative. So, immerhin ist sie down. Ja, das kommt mich, das führt mich zu dieser Tür. Und diese Tür wiederum führt mich hier hin. Das ist vor der Plattform, die sich bewegt. Aber ich würde lieber erstmal kurz in den Checkpoint gehen. Der war hier unten. Da war der Checkpoint. Seht ihr, was ich sehe? Das hier ist außen. Das hier ist das Netz. Wenn man das Netz hochkommt, ist da nochmal ein Block. Ich wette, das ist eine Death-Route. Es kotzt mich an, dass ich nicht weiß, wie man hinkommt. So, das heißt, es bleibt jetzt mit zwei Leben bei diesem Mist hier. Okay, wir starten das einfach neu, kein Problem. Uff. Ich darf dann mit dem Schlüssel aber nicht nochmal speichern, auf, also auf einem Checkpoint. Sonst kann ich einen Schlüsseltod noch erreichen. Das wäre ganz suboptimal. Aber was macht er denn jetzt noch? Oh. So, na, ich darf jetzt nicht speichern, weil dann speichere ich und dann sterbe ich. Und dann habe ich einen Schlüsseltod. Das wäre gar nicht gut. So, jetzt kann ich hier rein. Jetzt kriege ich die Katze. Okay, ja gut. Also man kommt wirklich über die Katze dann... Ja, okay. Was soll der Hammer? Ist das eine Art von der Death Route? Ist das... Hä? Verstehe ich nicht. Ich stopp das jetzt mal hier kurz. Wir speichern das. Wir machen im nächsten Part weiter. Aber ich möchte mir das Level nochmal angucken.
Keine Kommentare, ja, okay. Ja, weder habe ich fast vom Sky gesehen, noch wirkliche Puzzle. So, wo war dieser Hammer? Irgendwo da. Irgendwo da. Irgendwo da war der Hammer. Ja. Und das ist die Death-Route. Weil von da... Oh mein Gott. Ist das dumm. Okay, wir merken uns den Hammer. Komme ich da auch von hier ran? Nein, von da reicht's nicht. Das muss ich so machen. Ach. Ach, Mann. Witzig, dass ich die Death-Route dann finde, wenn ich praktisch fertig bin mit dem Level. Und davor habe ich sie gesucht, ne? Das ist halt auch wieder... Ah, Mann! Dankeschön. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich müsste ja klein bleiben. Wie mach... Hä? Wie hat er das gemacht? Vielleicht mit einer Stampfattacke oben. Dude! Ach nein! Oh! Das ist ja eine durchdachte Defense sogar. Aber müsste das denn nicht auch dann einfach so gehen? Ah, scheinbar nicht. Mist. Mist. Alter. Hä, wieso kann ich keine Stampfattacke machen, wenn ich da wäre? Hä? Direkt über den Block keine... Alter! Ich kann direkt über den Block keine Stampfattacke machen. Das gibt's noch nicht. Die davor kann ich eine machen. Dahinter. Aber auf dem Block kriege ich sie nicht hin. Alter! Hä? Ich drücke nach unten über an der Stelle und er macht keine Stampfattacke. Davor... Hä? Warum davor und dahinter, aber direkt drüber nicht? Ich meine, was ich auch machen könnte, wäre so. Ja, so kommt man auch da hoch. Jetzt ist halt nur die Frage. Na, so reicht es nicht. Kann ich das nicht so setzen, dass ich oben drauf lande? Echt nicht? Weil das war das, was ich überlegt hatte. Man muss sich die Katze holen. Das ist ja interessant. Das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Also, dass ich's nicht, hinkrieg, heißt nicht, dass es nicht geht. Aber... Ich würde jetzt erstmal spontan sagen, es geht nicht. Okay, interessant. Das heißt, man muss wirklich einmal hier den Hammer auslösen, dann die Katze holen, dann da hochklettern. Ist aber schon echt dämlich, den Hammer da zu verstecken, wo man mit der Katze nachher hochklettern muss. Deswegen hat es der andere Typ wahrscheinlich auch gefunden, genauso wie ich. Das ist eine super dämliche Death-Route.
Ich meine, ich verstehe, dass man Death-Routen braucht für Level, die eigentlich in, ja, Minispiele, sag ich mal, aufgeteilt sind. Aber, ja, keine Ahnung. Es ist halt trotzdem dämlich. So, das sollte doch jetzt schneller sein als die 30 Sekunden, die wir da bisher haben. Das erzählt mir doch keiner, dass das jetzt, ja, das ist ja locker. Locker schneller als die 30 Sekunden. Aber das ist dumm. Das ist echt dumm. Ja, ich denke, für die Dev-Route kann ich ihm schon Bu geben, oder? Würdet ihr diese Dev-Route als akzeptabel sehen oder nicht? Also, wie gesagt, es gibt ja Level, da ist wirklich eine rote Münze sozusagen so viel wert wie ein komplettes Level. Und man muss halt 8 sammeln und man hat aber dieses Speichersystem, dass du wirklich jeden Raum extra machst. Da finde ich Dev-Routen okay, weil sonst kann man das irgendwie nicht hochladen. Sonst schafft man das ja nicht, weil dann muss man selbst das ja am Stück spielen, während es gar nicht für andere Spieler zum am Stück spielen gedacht ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber in dem Fall war jetzt ja das nicht so ein schönes Checkpoint-System. So. Also, nein, ich gebe hier ein Bu. So. Das fand ich nicht schön. Gut. Ja. Was war die Clear-Rate hier? 4,54. Dann haben jetzt zwei Leute geschafft. Unter anderem ich. Na gut. Ach ja, und hier habe ich doch einen Weltrekord aufgestellt, ne? Aber es haben halt auch nicht so viele gespielt. Ja. 14 haben es geschafft. Naja. Okay. Dann geht's nächstes Mal hier weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.